Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Kanal Carinas Süße Welt. Für den klassischen Mürbeteig habe ich jetzt hier 300 Gramm Mehl, zu 150 Gramm Butter und 80 Gramm Zucker. Das Ei kommt auch dazu und weiter geht's mit der Zubereitung. Ihr gebt einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel und könnt das mit dem Knethaken dann erstmal verkneten und dann später weiter, am besten mit kalten Händen. Auch die Butter sollte kalt sein. Alle Zutaten kommen jetzt hier in diese Rührschüssel und dann verknete ich es erst dann mit dem Rührhaken und dann mit der Hand weiter. Und ihr seht, nach ein paar Mal kneten ist der Mürbeteig auch schon fertig. Ich werde ihn jetzt in Frischhaltefolie wickeln und ihn dann 60 Minuten in den Kühlschrank geben. Die Kühlzeit ist auch ganz wichtig für den Mürbeteig. Weiter geht es mit den Süßkartoffeln. Ich habe jetzt circa 1 Kilo Süßkartoffeln. Diese habe ich in einem pakistanischen Lebensmittelladen gefunden. Ich fand die Farbe so toll. Ich hatte gehofft, dass sie innen auch lila sind, aber leider nicht. Aber es soll wohl auch welche geben, die auch innen lila sind. Diese gebe ich einfach auf ein Backpapier und steche jetzt mehrmals hier mit der Gabel hinein in die Haut und gebe es dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ca. 40 Minuten. Bis dahin sollten sie dann weich sein. Die Süßkartoffeln waren jetzt ca. 50 Minuten im Ofen bei 200 Grad. Ich lasse sie jetzt noch etwas abkühlen und dann werden sie geschält. Der Teig war jetzt ca. 60 Minuten in der Kühlung. Er ist jetzt schön fest. Wenn ihr ein bisschen knetet, wird er auch gleich wieder weicher. Ich werde ihn jetzt auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und dann in eine Form geben. Die Form habe ich jetzt ausgelegt und lege sie nochmal in den Kühlschrank, damit sie schön gekühlt bleibt, wenn die Masse der Süßkartoffeln draufkommt. Die Süßkartoffeln sind inzwischen abgekühlt. Ich werde jetzt die Ecken abschneiden, also diese Ecken hier, und dann schälen, würfeln oder kleinschneiden, in eine Schüssel geben und dann pürieren. Als weitere Zutaten zu den Süßkartoffeln nehme ich Zimt. Ich habe hier einen halben Teelöffel Zimt. Dann habe ich gezuckerte Kondensmilch, Karamellkondensmilch. Ihr könnt auch normale nehmen. Ich finde jetzt aber, das Karamell passt ganz gut. Oder ihr nehmt einfach Sahne und Zucker statt der gezuckerten Kondensmilch. Da könnt ihr zum Beispiel 120 bis 150 Milliliter Sahne nehmen und 150 Gramm braunen Zucker oder weißen Zucker. Dann nehme ich Vanillepaste, 2 Eier. Ich nehme jetzt noch etwas Orangenschale hinzu. Ich finde, das gibt auch ein schönes Aroma, aber das ist auch euch überlassen. Und ich habe hier Pekannüsse. Pekannüsse kommen aus den USA. Die wachsen am Pekanbaum in Nordamerika. Diese Bäume werden bis zu 30 Meter hoch. Und diese Nüsse erinnern etwas an die Walnüsse, sind aber etwas süßer. Und sind die Nüsse, die meisten Nährstoffe haben, tatsächlich von allen Nüssen. Ich werde hier ein paar rausnehmen, später zur Deko, und die Reste werde ich zerkleinern und dann in dieses Püree mit hineinarbeiten. Solltet ihr keine Pekannüsse finden, die nicht immer ganz einfach zu finden sind in den Supermärkten, könnt ihr natürlich auch Walnüsse nehmen, die passen auch sehr gut.
Aber ich habe tatsächlich welche gefunden, beziehungsweise meine Mutter hat welche gefunden und sie mir gekauft. Und deswegen gebe ich sie dann auch jetzt in diesen Teig. Übrigens könnt ihr den Backofen jetzt schon vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt zuerst einmal die Süßkartoffeln mit der Kondensmilch püriert. Ihr könnt jetzt noch mal probieren, ob es euch genug Zucker hat. Wenn ihr noch mehr hinzugeben möchtet, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Die Creme ist jetzt fertig und darf jetzt in die Form zu dem Mürbeteig und ab in den Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze, circa 50 Minuten, eine Stunde. So, gegen Ende nehme ich jetzt noch ein Ei, tue es verquillen und tue mit einem Pinsel den Rand einstreichen. Dafür hole ich den Kuchen ganz kurz raus, bestreiche nachher noch mal 5 Minuten in den Ofen und dann hat er einen schönen glänzenden Rand. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt. Ich habe ihn über Nacht abkühlen lassen und werde jetzt noch etwas Schlagsahne schlagen mit einem Pack Schlagsahne, etwas Vanillezucker und etwas Sahne steif und gebe das in eine Tülle. Das ist die 1M von Wilton, die nehme ich fast immer mit einer Spritztüte und dann werde ich etwas Sahne noch auf den Kuchen geben. Und hier ist der fertige Süßkartoffelkuchen mit Pekannüssen, Sahne und am knusprigen Mürbeteig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein und bis dann. Tschüss!